Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zum Aktien-Roundup. Hallo Tom. Hallihallo, auch von mir. Ja, endlich wieder dabei. So ein bisschen Stress abgeschüttelt und ich freue mich, wieder dabei zu Oh sein. ja, es ist ja auch ein spannendes Thema heute. Wir schauen uns heute die TUI AG an. Urlaub, herrlich. Genau, Urlaub. Passend zum Start der Sommerferien, kann man so sagen. Ich glaube, bei einigen geht es ja gerade los. Insbesondere in Hamburg ist, glaube ich, heute wirklich offizieller Start der Sommerferien. Und wir wollen uns natürlich in dem Zusammenhang einmal den größten europäischen Reiseanbieter anschauen. Natürlich auch so ein bisschen im Hintergrund, wir haben es in den letzten Monaten gesehen, die FTI-Pleite ist immer näher gerückt und dann auch wirklich, ja, man kann sagen, wahr geworden. Also die Insolvenz ist vonstatten gegangen und wir schauen uns gleich mal an, warum das auch relevant sein könnte für TUI und wie und ob TUI davon profitieren könnte. Alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen, ihr habt das Logo hier bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Es geht tatsächlich um den größten europäischen Reiseanbieter hier. Ein deutsches Unternehmen, ein altes Unternehmen, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, genau. 1923 gegründet, auch damals tatsächlich als Touristikunternehmen und hat sich tatsächlich jetzt bis heute zu einem der oder der dem größten europäischen Anbieter von Reisen oder Touristikdienstleistungen generell hochgearbeitet. Das Unternehmen bietet quasi alles, was man sich im Bereich Touristik vorstellen kann, an, begleitet die gesamte Customer Journey und betreibt eine eigene Fluglinie, eigene Hotels und eigene Kreuzfahrtschiffe. Das klingt ja alles fast fantastisch. Wenn wir aber auf den Aktienchart schauen, dann sieht das gar nicht mehr ganz so berauschend aus. Wir sehen das jetzt hier einmal in einem etwas größeren Bild, im Wochenchart mit einem Hoch, das wir zuletzt 2018 gesehen haben. Für alle, die schon länger dabei sind, TUI hatte so um die 2000er Jahre nochmal einen doppelt so hohen Kurs, ungefähr bei 80 Euro. Wenn wir aber in die jüngerfristigere Vergangenheit schauen, dann sehen wir sind von einem tieferen Punkt gekommen. Wir waren in der Spitze hier bei, ja, man sieht es oben, knapp 50 Euro. Danach ging es in Wellen bergab, bis wir aktuell so bei 6,70 € gelandet sind. Man sieht es hier einmal eingezeichnet in verschiedenen Abwärtstrends. Der erste wurde hier quasi einmal durchbrochen. Hier gab es so einen Aufwärtstrend, der so, ja, für eine kurzfristige, ein paar Wochen Erholung zumindest gesorgt hat. Danach gab es aber den nächsten Schwung, der nächste Abwärtstrend, der sich hier gebildet hat. Ja, und je nachdem, welchen Trend man hier wirklich nimmt, vom längerfristigen Hoch gesehen oder vom letzten eigentlich Hochpunkt zu sehen, sieht man aber, dass beide Trends jetzt eigentlich durchbrochen wurden und man sich auch jetzt aktuell, und ich gehe mal eine Folie weiter, damit wir es so ein bisschen genauer sehen können, einen Trend quasi wirklich in so ein, man kann sagen, so einen kleinen Knick gemacht hat und wir überhalb dieses 50er gleitenden Durchschnitts eigentlich gelandet sind. So ein bisschen eingependelt, würde ich sagen, oder? Genau, also man könnte sagen, der Kurs hat sich zumindest stabilisiert. Ob jetzt ein Turnaround kommt, ist natürlich nochmal die nächste Frage. Wenn man mal kurz hier einmal in den Chart blickt, und das ist das, was ich gerade machen wollte, wieder einmal reinzoomen, dann sehen wir das. Wir sind hier quasi in diesem, im Januar, Februar über den gleitenden Durchschnitt gebrochen, über den 50er gleitenden Durchschnitt hier. Seitdem pendeln wir uns auch hier darüber ein und da sind ein paar relativ spannende Unterstützungen und Widerstände rein charttechnisch im Spiel. Man sieht diesen Punkt hier, der jetzt öfter schon als Widerstand gegolten hat, auch natürlich der gleitende Durchschnitt. Man sieht den Tiefpunkt auch hier im Oktober 22 und er ist auch ungefähr der März-Tiefpunkt aus dem Pandemieloch, kann man so sagen, 2020. Also eine relativ oder eigentlich eine sehr starke Unterstützung. Wir haben allerdings auch nach oben gesehen ein paar Widerstände, die in der, ja, uns im Weg liegen. Und zwar sind das insbesondere die, die hier liegen und auch, ja, so ein bisschen die Widerstände, die wir gesehen haben hier nach der Erholung in der Nachpandemiezeit. Also wir haben so einen kleinen Trendkanal hier, wenn man noch ein bisschen feiner wird, dann kann man hier noch einen weiteren einzeichnen. Und das ist quasi nochmal der Pandemie-Tiefpunkt, wie gesagt, in dem Fall jetzt der September-Raum. Und was wir ganz gut sehen können, ist, dass wir halt so ein bisschen was charttechnisch zu erledigen haben, um wirklich nach oben auszubrechen. Was aber auch schön zu sehen ist, dass wir halt eine Stabilisierung haben und, man sieht es halt hier in diesem Chartbild ganz gut, einen Ausbruch eigentlich aus diesem Negativmomentum haben. Was bedeutet das im Kern? Ja, man sollte sich zumindest die Aktie mal angucken und schauen, ob es hier zu einem Erholungs
Trend kommen kann, denn in der Vergangenheit haben wir gesehen, es gab sehr oft diese Wellenbewegungen und diese relativ starken Erholungstrends, die daraus gefolgt sind. Und wir haben einen zweiten Punkt, warum wir natürlich auf das Thema überhaupt gekommen sind, und das ist die FTI-Pleite. FTI, man sieht es hier oben so ein bisschen, war in den letzten Wochen auch immer stärker in den Medien vertreten, hatte auch, ähnlich wie wir es bei TUI auch jetzt gesehen haben, Probleme natürlich in der Pandemie rund um das Thema Pandemie. Also wir hatten einfach keinen Reiseverkehr mehr, Geschäftszwecke sind weggebrochen, Geschäftsmodelle sind weggebrochen. TUI hält sich noch wacker, das gucken wir uns gleich noch an. FTI hat es in dem Falle nicht geschafft. Man hat versucht, neue Käufer zu finden, man hat versucht, den Staat um mehr Geld zu bitten. Man hat versucht, Teile zu verkaufen, das Gesamtunternehmen zu verkaufen, irgendeinen Weg zu finden, um quasi weiter am Leben zu bleiben. Der Staat hat sich dem gegenüber verwehrt, man hat auch keine neuen Investoren finden können. Und jetzt ist es so, dass man halt übermannt wird von den Schulden, die man in der Pandemie angehäuft hat, um das Geschäft irgendwie zu stabilisieren. Man sieht es hier in diesem Text, der drittgrößte Reiseveranstalter in Deutschland ist dementsprechend insolvent. Und wir haben natürlich TUI, und das sieht man hier unten, die jetzt das Kontingent erhöhen und potenziell natürlich von dieser Insolvenz profitieren könnten. Was ja erstmal auch ganz logisch ist, ne? Wenn da ein Reiseanbieter mit knapp 11.000 Angestellten wegfällt, dann fällt natürlich viel, wie du sagst, Kontingent weg. Und das müssen natürlich die anderen oder können die anderen Reiseveranstalter natürlich jetzt schön aufgreifen, die Marktanteile. Genau. Die Idee stimmt zumindest. Ob das jetzt auch wirklich in der Tat sich umsetzt, das schauen wir uns gleich an. Wer sich nochmal fragt, was sind denn jetzt überhaupt die Top 3, Top 5 Reiseveranstalter, von denen da oben gesprochen wurde? Wir haben auf Platz 1 mit Abstand führend TUI. Wir haben danach der Touristik, dann FTI, die es ja so jetzt in der Form zwar noch gibt, aber gerade in der Insolvenz stecken. Schau ins Land Altours, also ich würde mal sagen, ziemlich bekannte Reiseveranstalter. Ich glaube, die meisten haben schon mal irgendwas in dieser Form von irgendwelchen Reiseanbietern hier gehört. Wenn man aber ein paar Jahre zurückblickt, und das ist jetzt mal eine Statistik aus dem Jahr 2015, da sieht man, dass der Markt noch ein bisschen anders aufgestellt war. Zwar gar auf Platz 1 trotzdem TUI und in dem Falle trotzdem mit Abstand Platz 1. Allerdings gab es auf Platz 2 noch Thomas Cook. Die gibt es nicht mehr in diesem Fall. Wir haben FTI, die ist, wie gesagt, jetzt auch in die Insolvenz getrieben hat. Also wir haben in den letzten Jahren einige Insolvenzen in diesem Bereich gesehen. Und eigentlich führen Insolvenzen meistens zu einer Form zur Konsolidierung und zu einem, ja, man kann sagen, zu einem Machtgefüge der Stärksten im Markt. Denn was tun Reisende, wenn sie darum fürchten, dass sie potenziell eine Pauschalreise buchen bei einem Reiseveranstalter, der Gefahr läuft, insolvent zu gehen? Sie gehen meistens halt zu den Flaggschiffen, und das ist auch das, was die letzten Umfragen so ergeben haben. TUI ist mit Abstand der beliebteste Reiseveranstalter, kann man so sagen. Und das ist jetzt eine deutsche Statistik, aber man kann hier ganz deutlich sehen, man geht halt zu denen, die man kennt und zu denen, die groß sind. Und TUI spielt da halt ganz oben mit. Ganz genau. Lass uns mal so ein bisschen rauszoomen. Wo befinden wir uns? In welchem Markt befinden wir uns das denn? Genau, wir befinden uns im Reisemarkt, im Touristikmarkt. Wir hatten das ja eben schon gesagt. TUI deckt da eine relativ große Bandbreite an Dienstleistungen und Angeboten an. Das schauen wir uns gleich noch an. Erstmal so ein bisschen den Global Inbound Arrivals, das heißt die weltweit getätigten Reisen. Wir sehen da 2019, 2020 schön den Covid-Impact, das heißt den... die Auswirkungen der Corona-Pandemie, wir erinnern uns alle. Und so ein bisschen bis 2023 jetzt so die Erholung. Und wir sehen aber trotzdem, dass wir 2023 immer noch mit knapp 1,3 Milliarden Trips, die weltweit im Jahr getätigt wurden, immer noch unter den Corona-Hochs sind. Das ist eine Statistik von der TUI. Die TUI vermutet, dass wir jetzt 2024 drüber kommen. Das heißt, wir werden die alten Hochs, der Reisehochs aus dem Jahr 2019 brechen und erwarten, oder das Unternehmen erwartet dann ein Wachstum von ungefähr 5% bis 2028. Das ist eine ähnliche Statistik, wie wir sie auch im Flugmarkt gesehen haben, im Thema Luftverkehr. Also wir haben einen sehr, sehr starken Einbruch gehabt zur Corona-Zeit und keinen so schnellen Rebound, wie wir das vielleicht in anderen Märkten gesehen haben, sondern wirklich eine leichte Erholung. Und man sieht es jetzt hier, 2024 soll das erste Jahr sein, dass man wieder über das Vor-Corona-Hoch quasi kommt. Und das sieht man auch so an dem doch relativ leichten Wachstum nur, was man in den einzelnen Märkten dann auch sieht.
Genau, wir haben das ja eben schon kurz angesprochen. TUI ist in mehreren Märkten aktiv. Wir haben einmal eigene Hotels, die betrieben werden. Wir haben eigene Kreuzfahrtschiffe, die betrieben werden. Und dann gibt es noch den relativ großen, wachstumsstarken Bereich zuletzt, der Aktivitäten und Touren in Reisezielen anbietet. Man kennt das ja, wenn man dann in den, oder ich kenne länger nicht gesehen, aber wenn man in den Hotels ist, dann gibt es da ja meistens Stände, wo dann Reisen angeboten werden. Das ist dann dieses Segment. Und TUI erwartet selber in jedem dieser Bereiche über 5%, das heißt über dem Markt zu wachsen in den kommenden Jahren, was dann so ein bisschen darauf schließen würde, dass Marktanteile doch in Zukunft noch dazu gewonnen werden sollen. Genau, man kann gut sagen, man sieht es auch hier ganz schön, der Reisemarkt besteht aus all diesen Segmenten. Also der Reisemarkt besteht natürlich aus den Flugreisen, der Reisemarkt besteht aus den Hotelbuchungen. Wir hatten uns zuletzt Kreuzfahrtschiffe angesehen, die auch einen großen Teil des Reisemarktes mittlerweile abbilden. An der Stelle ein kleiner Hinweis, wir hatten uns Royal Caribbean angeguckt als Kreuzfahrtunternehmen, was einen sehr schönen Rebound nach dem Tief der Corona-Zeit hingelegt hat. Als eine der wenigen Unternehmen ist man dort mittlerweile wieder oberhalb des Vor-Corona- Kurses, also rein vom Aktienkurs gesehen. Und Royal Caribbean und TUI haben ein gemeinsames Joint Venture, in dem man Kreuzfahrtreisen anbietet. In dem Fall ist das hier TUI Cruises oder auch bekannt als Mein Schiff in vielerlei Hinsicht. Und das ist ein Markt, der auch weiter wächst. Was ich hiermit nur ganz klar sagen will, man sieht diese Marktbreite ganz generell im Markt und man sieht halt, dass TUI in diesem Fall in all diesen Segmenten aktiv ist. Also man setzt sehr, sehr stark auf eine vertikale Integration. Das bedeutet, man ist vom demjenigen, der die Reise verkauft, bis zu demjenigen, der sie umsetzt mit Hotels, Reisen, Flugreisen, Flugzeugen, eigenen Flugzeugen, eigentlich im gesamten Markt aktiv. Dazu aber gleich mehr. Wir wollen nämlich mal kurz blicken, warum jetzt Europa? Ja, warum ist Europa so interessant? Wir sehen das hier so ein bisschen auf der Grafik, sehen wir die unterschiedlichen Länder und wie viel oder wie viele Gäste, Touristen sie jährlich haben. Sind wir ganz oben, Frankreich. Und was so ein bisschen auffällt, wir haben relativ viele europäische Länder dabei auf den hohen Touristikstufen. Ja, man kann sagen, Europa ist ein beliebtes Reiseland, ist schon immer so. Woran liegt das hauptsächlich? Ja, man hat sehr, sehr viel natürlich zu sehen mit sehr kurzen Wegen innerhalb Europas. Auch die europäischen Touristen, also ich sage jetzt mal, die europäischen Bewohner machen meistens Urlaub innerhalb Europas, was daran liegt, man ist relativ schnell in verschiedenen Gebieten, verschiedenen gefühlten anderen Klimazonen. Man ist teilweise schnell am Mittelmeer, wo es schön warm ist. Man ist im Norden vielleicht, wenn man es kühler mag. Man Nicht kann warm ist. wandern gehen. Also man hat sehr, sehr viel, was sehr, sehr nah zusammenhängt. Das ist seit langem her eigentlich gesehen, dass Europa ein sehr, sehr beliebtes Reiseland ist, weil es natürlich auch gut ausgebaut ist. Die Infrastruktur ist gut in Europa, man kommt gut umher, man kann gute Rundreise machen in Europa, insbesondere auch für Menschen außerhalb Europas. Und das zeigt sich hier eigentlich in diesen Ländern, dass Europa in vieler Hinsicht viel, viel größer bereist ist als andere Länder, die teilweise viel, viel größer sind. Das macht natürlich die gesamte Touristikbranche in Europa besonders interessant für die Unternehmen, Genau. weswegen wir hier heute sitzen. Kommen wir noch mal ein bisschen zu dem Thema, wo ist jetzt TUI aktiv? Man sieht es ganz schön, also ich habe gerade eben kurz angesprochen, Hotels und Resorts macht man. Macht zum einen, kauft man Kontingente ein und vertreibt Kontingente an anderen Hotels, die einem nicht gehören. Aber man hat auch eigene Hotels und Resorts. Das sieht man hier an dieser Grafik. Auch ziemlich bekannte, kann man sagen, Resorts da unten dran, Ja, wenn man Robinson. jetzt an Rio denkt oder den Robinson Club, das sind ja tatsächlich auch Standorte, die man eigentlich in jedem Touristikziel in Europa auf jeden Fall findet. Genau. Dann haben wir den Cruise-Part, kann man sagen. Ich habe gerade eben von Royal Caribbean gesprochen. Das ist das, was unter Mein Schiff steckt. Aber man hat auch mit Hapag-Lloyd Kooperationen. Also auch da gibt es eine Variante. Also insgesamt 16 Kreuzfahrtschiffe, die so ein bisschen unter die Haube fallen, die nicht vollständig zu TUI gehören, aber zumindest mit in der Marke eingespannt sind. Ja, und so das Thema Experience ist auch relativ groß zu sehen. Was man grundsätzlich sagen muss, eine Sache, die so ein bisschen fehlt an der Stelle, ist das Thema Flugreisen. Es gibt auch eigene Flugzeuge von TUI. Genau, da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen drauf. Das ist so ein bisschen das gesonderte Geschäftsfeld mit den Flugreisen. Man betreibt eine eigene Airline, TUI Air. Und genau, da haben wir gleich nochmal zwei, drei Übersichten, wo man das nochmal so ein bisschen mit den anderen zusammensieht. Genau, man sieht aber sehr, sehr schön, das ist halt genau das Ziel. Also man möchte eigentlich eine Plattform
bieten für das Thema Urlaub. Das heißt, man bucht es bei TUI, man fliegt im besten Falle bei TUI, man hat das Hotel bei TUI, man hat die Experiences bei TUI, man hat die Kreuzfahrt bei TUI. Also im besten Falle hat man alles unter einer Haube und hat dadurch weniger Verlust an Margen. Das ist zumindest das Ziel und das ist die Idee von TUI. Wir sehen gleich an vielen Stellen, warum es eventuell natürlich eine Traumvorstellung ist, weil verschiedene Geschäftsbereiche auch immer unterschiedliche Margen darstellen. Teilweise haben wir halt Bereiche, die mehr Marge abwerfen und teilweise haben wir Bereiche, die weniger Marge abwerfen. Aber im Kern ist die Idee schon, ja, wir machen einfach alles und bieten dem Kunden so das beste Urlaubserlebnis. Schauen wir aufs Geschäftsjahr 2023. Genau, eine kleine Übersicht, noch nicht der gewohnte Snapshot, aber so ein bisschen eine Übersicht vom Unternehmen selbst. 19 Millionen Customer, das heißt Kunden hat man bedient im Jahr 2023, knapp 21 Milliarden Euro Umsatz erzielt, ein EBIT von knapp 1 Milliarde Euro, hat knapp 65.000 Mitarbeiter und auf der rechten Seite jetzt hier ganz interessant sehen wir die EBIT, das heißt so ein bisschen die Profitabilität vor den Steuern. Und da sehen wir die Holiday Experiences, das sind die drei Geschäftsbereiche, auf die wir gerade schon so ein bisschen eingegangen sind. Wir haben die Hotels, wir haben die Cruises, die Kreuzfahrtschiffen und die Aktivitäten. Die kommen zusammen auf ein EBIT von knapp 80%, obwohl es tatsächlich, wie wir ja gleich sehen werden, die kleineren Geschäftsbereiche sind. Und da haben wir den Bereich, den Dustin gerade schon angesprochen hat, Markets and Airlines. Da geht es halt viel um Pauschalreisen, das heißt Gesamtpakete, die TUI da verkauft mit der eigenen Airline, mit den eigenen Hotels, wo man da dann am Ende nur auf eine EBIT-Marge oder einen Anteil vom EBIT von knapp 20% kommt. Genau, das ist so der Gesamtkontext von TUI und wenn wir das jetzt im Snapshot einmal sehen und den aufklappen, dann sehen wir sehr, sehr schön, dass wir halt sehr stark geprägt sind aktuell von einem Erholungstrend, muss man sagen. Wir haben die Corona-Tiefs und wir bewegen uns quasi gerade aus diesen Tiefpunkten heraus, sowohl vom Umsatz als auch vom Gewinn. Und das sieht man so ein bisschen natürlich an all diesen Punkten. Also wir haben eine positive Richtung in der Umsatzentwicklung, wir haben eine positive Richtung in der Gewinnentwicklung. Auch die Margen verbessern sich wieder. Man ist also quasi wieder in einem profitablen Geschäftsumfeld. Das ist auch gerade die Konzernstrategie, kann man sagen. Also man möchte wieder ein stetiges Umsatzwachstum generieren. Man möchte ein stetiges Margenwachstum generieren, also das EBIT und die Gewinne steigern. Man möchte den Kunden wieder weiter in den Fokus setzen und insbesondere das Ganze über höhere Preise und mehr Geschäft abwickeln. Und wenn wir so ein bisschen daran denken, wovon könnte man zumindest profitieren, von der FTI-Pleite. Es gibt weniger Angebot und es gibt durch weniger Angebot meistens immer noch die gleiche Nachfrage. Also man könnte tendenziell davon ausgehen, dass zumindest das gut in den Businessplan von TUI reinpasst, dass man sagt, ja, wir wollen Reisen teurer verkaufen und mehr Reisen verkaufen. Beides ist eher so ein bisschen befeuert durch die Insolvenzen, die es bei FTI gegeben hat. Man kämpft trotzdem mit ähnlichen Problemen. Wir haben halt auch höhere Kosten. Das heißt, wir haben schon jetzt ein Momentum, das, was wir sehen, was dazu führt, dass die Preise einfach steigen und nicht alles kann man weitergeben. Das drückt weiterhin auf die Margen. Nichtsdestotrotz ist das Gesamtgefüge des Snapshots, was man hier sehen kann, eher auf so einem, man kann es sagen, einem Erholungstrend, wenn man zumindest rein fundamental drauf schaut. Ja, Erholungstrend und wir sehen natürlich auf der operativen Seite und der Free Cashflow Seite, dass auf jeden Fall Cash investiert wird, mehr als im letzten Jahr. Wir haben da einen kleinen Sondereffekt, dadurch, dass im letzten Jahr noch Schulden aufgenommen wurden. Aber man hat das ganz schön gesehen, dass halt der operative und der Free Cashflow, es wird mehr investiert als noch im vergangenen Jahr. Das heißt, man bereitet sich vor, wie du schon sagst, mehr Reisen zu verkaufen, höherpreisige Reisen zu verkaufen und sich mehr tatsächlich an die individuellen nicht Angebote, sondern Einschätzungen. Gegebenheiten. Sehen kann, ist so ein bisschen das, was Tom gerade kritisiert hat. Wir haben nämlich wirklich das Problem der hohen Verschuldung. Also wir haben Verschuldungsgrad, wie man ihn bei mir sehen kann, von 7,3. Das ist natürlich sehr, sehr viel und es ist auch aktuell so der Hauptpunkt, den ich eigentlich herausfiltern kann, warum das Unternehmen so niedrig bewertet ist. Man sieht das hier oben, der Chartverlauf geht in eine negative Richtung, haben wir natürlich gerade eben auch gesehen. Wenn man die Dividende noch mit dazu nimmt, funktioniert es zwar noch, aktuell gibt es aber keine Dividenden mehr, weil man halt dieses Schuldenthema doch sehr, sehr stark im Fokus hat. Ich glaube, seit der Pandemie zahlt man keine Dividenden mehr an der Stelle. Ganz genau. Und ja, man hat einfach diesen Schuldenberg, den man irgendwie bedienen muss. Und wir haben steigende Zinsen, das heißt, wir haben tendenziell auch ein Niveau
Oder wir haben höhere Zinsen, keine steigenden mehr, sondern höhere Zinsen. Das heißt, die Schulden werden auch teurer. Gerade entspannt sich die Lage noch so ein bisschen. Man sieht aber bei FTI, das hat denen am Ende das Genick gebrochen. Die Liquiditätssituation ist bei TUI noch ein bisschen besser. Auch das Geschäftsmodell, wie gesagt, ist profitabler. Wir haben oben auch positive Free Cashflow-Zahlen. Also man rechnet jetzt nicht damit, dass man aktuell vielleicht nicht mehr seine Schulden zahlen kann. Man sieht es ja unten, aber diese Coverage Ratio von den Zinsen, die ist gerade so ganz gut gedeckt. Da muss noch mehr Profitabilität funktionieren. Und das hat man aber im Trend auch so leicht gesehen im Geschäftsjahr 2023. Also wenn man hier mal so ganz grundsätzlich einmal drüber schaut, dann sieht man, dass man in allen Bereichen eigentlich eine Erholung oder eine Trendverbesserung sieht. Also wir sehen eine Verbesserung, ja, kann man sagen, in allen Segmenten übergreifend. Sowohl das Hotel- und Resorts-Segment hat sich deutlich erholt. Die Cruise-Part hat sich sogar verdoppelt. Ähnlich haben wir es ja auch bei Royal Caribbean wieder gesehen. Holiday Experiences hat sich wieder verbessert. Und wir haben natürlich das Marketing- und Airlines-Segment, was so niedrigmargig ist, von dem Tom gerade gesprochen hat, was sich aber auch nochmal deutlich erholt hat. Also man kann ganz grundsätzlich sagen, wir haben übergreifend einen Trend, der für Erholung spricht und der so ein bisschen auch zu dem Modell passt, was TUI gerade anstrebt. Eine Sache möchte ich darauf hinweisen, und zwar haben wir das in dieser Grafik hier mal dargestellt, dass man wirklich noch mal so ein bisschen greifbar erfahren kann, wie dramatisch war jetzt wirklich die Pandemie für diese Unternehmen und wie stark wirkt das Ganze nach. Was man nämlich sehen kann, ist die Entwicklung des Umsatzes und des Gewinns, in dem Fall in 100.000 abgebildet. Und was man hier sehen kann, ist, dass der Umsatz und der Gewinn immer mal wieder so ein bisschen schwanken. Man hat bessere Jahre, man hat schlechtere Jahre. Es gibt immer mal wieder Übernahmen. Es gibt Merger von Unternehmen. TUI ist ja eine große Marke, die es schon lange, lange gibt. Es gibt immer Unternehmen, die sich aufspalten, wieder zusammenfinden. Was wir aber ganz gut sehen können, ist, dass wir über die letzten Jahre immer mal wieder Gewinne gemacht haben, aber wir hatten natürlich auch Jahre, in denen die Gewinne, man sieht es hier in blau, jetzt mal negativ waren, leicht positiv, plus minus null, man hatte positive Jahre. Ja, und dann kam die Pandemie hier und man sieht das ganz gut, dass halt so ein, zwei schlechte Jahre hier den Gewinn fast der letzten 10, 20 Jahre einmal mitnehmen kann. Und daraus resultiert dann am Ende auch diese dramatisch hohe Verschuldung. Und wenn man jetzt überlegt, wo geht es denn weiterhin, ja, dann muss man in dem Falle auch jetzt im besten Fall ein bisschen oberhalb von diesen Gewinnen der letzten Jahre liegen, um halt auch wirklich wieder in Schwung zu kommen, um die Schulden wieder abzubauen, wieder auf einen positiven Gewinnzweig zu kommen. Niedrige Zinsen helfen dabei, aber auch eine Erholung der einzelnen Segmente. Und das sieht man gerade eben in den Umsätzen. Und hier sieht man es aber halt auch nochmal ein bisschen aufgeteilt in die Gewinne. Ja, genau. Und wie wir das ja so ein bisschen... sind die Gewinne. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch nicht so richtig aus. Genau, das sind jetzt die Gewinne aus dem letzten Halbjahr. Und hier sieht man ganz schön, wie konjunkturabhängig, aber wie jahresabhängig das Geschäft von der TUI ist oder das Reisetouristikgeschäft im Generellen. Sieht man ganz schön, dass eigentlich jeder einzelne Bereich EBIT negativ ist. Es ist tatsächlich, ja, die Holiday Experiences sind nicht negativ, aber wenn man sich da die Markets and Airlines anguckt, da wurde ein EBIT-Verlust von über 400 Millionen Euro für geschrieben. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Problematik und das unterstreicht nochmal so das sehr niedrigmargige Geschäft, dass man halt in diesen Halbjahren, diesen Anfangshalbjahren, in denen wir uns jetzt gerade befinden, da einfach negativ operiert und das restliche Jahr muss das halt ganz rausholen. Genau, also man sieht ganz grundsätzlich hier unten dieser Market- und Airline-Bereich, der ist negativ. Der Amusement-Part ist negativ. Es gibt noch Segmente, die sind positiv. Die müssen aber am Ende diesen Bereich mit auffangen. Und wir haben zuletzt News Anfang der letzten Wochen von Delta Airlines zum Beispiel bekommen, die das nochmal bestätigt haben, dass auch hier bei den klassischen Airlines, also das Geschäft nicht ganz so gut läuft, weil die Ticketspreise nicht mehr so hoch sind, wie sie vielleicht in der Vergangenheit waren. Was wir aber grundsätzlich auch in diesem Segment sehen können im ersten Halbjahr, ist eine deutliche Verbesserung zu 2023. Also der Gewinn oder der Verlust hat sich hier halbiert, muss man sagen, von 395 auf minus 182. Wir haben also auch hier eine deutliche Verbesserung und ich finde, das sieht man auch ganz gut, wenn man in die einzelnen Segmente und in die Margen der einzelnen Segmente schaut. Das ist nämlich das, was man hier in dem Falle einmal sehen kann. Also wir sehen hier in Grau das Jahr 2023.
2022, in Blau 2023, jeweils das Q4 oder im Geschäftsjahr hier abgebildet. Und auch hier kann man ganz gut sehen, ja, dass 2023 eigentlich überall oberhalb von 2022 liegt. Genau, und das sind ja tatsächlich, wie du da auf der rechten Seite siehst, nicht nur die Umsätze, die gesteigert wurden, sondern es sind auch die einzelnen Kennzahlen der Bereiche. Wenn wir uns die verfügbaren Betten angucken oder die Belegung der verfügbaren Betten, das ist auf jeden Fall in jedem Bereich ein positiver Trend zu sehen. Und ganz besonders unten im TUI-Musement-Bereich, da hat man sich tatsächlich in beiden Bereichen doppelt zweistellig prozentual zum Vorjahr steigern können. Ist natürlich auch alles auf einem niedrigeren Niveau. Wir haben bei Musement knapp eine EBIT-Marge von 5%, während wir bei den Hotels bei 55% sind und die Cruises bei 31%. Das sieht man auch in dem Market- und Airline-Segment, kann man sagen. Also auch hier sehen wir eine Verbesserung des Segments. 2022 grundsätzlich noch negativ zu sehen, jetzt 2023 aufs Gesamtjahr gesehen, das, was Tom angesprochen hat. Das zweite Halbjahr ist tendenziell immer ein bisschen besser als das erste Halbjahr, weil man dort halt die Geschäfte macht. Und man muss an der Stelle sehen, genauso sind die TUI-Geschäftsjahre auch geprägt. Also wir haben ein Geschäftsjahr, was Ende September endet. Das heißt, wenn wir über das erste Halbjahr sprechen, sprechen wir wirklich über die Wintermonate. Das zweite Halbjahr sind in dem Falle wirklich die Sommermonate. Und so kann man sich das auch ganz gut vorstellen. Das erste Halbjahr, ja, das sind die negativen Aspekte. Das zweite Halbjahr, das sind die positiven Sommermonate. Im besten Falle ist man aber im ersten Jahr Halbjahr trotzdem plus minus null, kann man so sagen, und schafft es dann im zweiten Halbjahr wirklich das Ganze oder die Gewinne dann wirklich zu steigern. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel, was TUI hat. Also man möchte wirklich das EBIT steigern, man möchte die Verschuldung abbauen, man möchte wieder zu Wachstum zurückkehren, zu nachhaltigem Wachstum, und man möchte dementsprechend auch sein Rating verbessern. Warum ist das so wichtig, dass man sein Rating verbessern will? Weil ein verbessertes Rating heißt in dem Fall auch günstigere Verschuldung. Günstigere Verschuldung zahlen wieder bei so hohen Schulden dann auf eine wirklich gute Profitabilität ein. Das heißt, jeder Prozentpunkt da macht am Ende viel, viel in der Marge aus. Und wir haben oben gesehen, wir sind gerade positiv 2%. Wenn man dann noch mal ein paar Prozent über ein besseres Rating, über eine bessere Verschuldung herausbekommt, dann hilft das dem Gesamtkonzern. Das heißt, der Weg scheint mir zumindest der richtige zu sein, und das zeigt sich auch in den einzelnen Segmenten. Also hier sieht man 25% Steigerung für die Segmente Hotel, Resorts und Cruises. TUI Musement und Markets, da ist man vielleicht weniger positiv, aber man muss sagen, auch hier erwartet man eine deutliche Steigerung, insbesondere vielleicht auch in der kurzfristigeren Perspektive, dass man nachhaltig positiv wirtschaftet, auch in den vielleicht nicht so guten Monaten. Und das kann man auch so ein bisschen in der Pro- und Kontraliste, finde ich, festhalten. Im Kern kann man also Folgendes sagen: die Pleite von FTI kann TUI schon in die Karten spielen, indem man wirklich es schafft, Preise zu erhöhen, indem man es schafft, vielleicht mehr Reisen zu verkaufen. Man muss aber sagen, FTI ist relativ klein im Vergleich zum großen TUI-Konzern. Also es ist jetzt nicht so, dass da eine absolute Masse in den Markt kommt. Außerdem gibt es auch noch andere Reiseveranstalter, die wir gesehen haben, die natürlich auch scharf auf die Kunden quasi von FTI sind. Trotz dessen sieht man, finde ich, auch in der gesamten TUI Group eigentlich ein Momentum, was in die richtige Richtung geht. Fraglich natürlich, ob sich das auch aufrechterhält jetzt in den Monaten, in den Jahren, in denen es vielleicht wirtschaftlich nicht mehr ganz so gut läuft, in dem wir vielleicht in so einem Momentum der Stagnation kommen vielleicht gerade. Vielleicht schaffen wir es aber auch wirtschaftlich, den Hebel wieder einzulegen. Wir haben trotzdem auch eine hohe Verschuldung, die man einfach beachten muss. Die hat FTI am Ende das Genick gebrochen. Bei TUI könnte das potenziell natürlich auch der Fall sein, wenn es vielleicht nicht so schnell Zinssenkungen gibt, wenn man es nicht schafft, das Geschäft nachhaltig so zu steigern, wie man sich das vorstellt. Ich persönlich mit meiner Meinung bin relativ positiv, finde ich, gestimmt, was so einen potenziellen Turnaround für die Aktie auch betreffen kann. Aber es kann natürlich auch immer wieder so ein bisschen Zeit kosten. Das finde ich auch. Genau, wir schauen uns das Ganze heute Nachmittag nochmal aus einer anderen Perspektive an, in unserem Depot-Rückblick. Wir werden verschiedene Aktien, Industrien uns anschauen, ein bisschen was dazu erzählen, wie wir aufgestellt sind. Wir gucken auf unser Gesamtdepot, auf die Performances, auch nach dem Tag gestern, der ja ganz schön
ja, für Wirbel am Markt gesorgt hat. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, dann schaut nochmal auf die Kurse von gestern. Das schauen wir uns alles heute Nachmittag an. Nächste Woche gibt es dann Market Roundup und wir schauen uns dann in der nächsten Woche im Aktien Roundup genau das Gegenteil einmal an, nämlich jetzt gerade von kleinen Konzernen, die sich erholen, gehen wir wieder zu den größten Konzernen, in dem Falle Apple. Das ist ja aktuell das wertvollste Unternehmen der Welt. Man muss sagen, das schwankt ja immer mal. Aktuell gibt es ja einen Kampf der Giganten oben. Das schauen wir uns nächste Woche an. Und ihr kriegt auch am Wochenende eine E-Mail, eine Einladung zu dem großen zu dem großen Aktienupdate. Da muss man sagen, natürlich für alle, die qualifiziert dafür sind, schaut gerne am Wochenende also nochmal in eure Postkörbe. Da erfahrt ihr dann mehr dazu. Vielen Dank, Tom. Wir gucken uns TUI weiter an. Wir werden dazu mal ein Update geben. Bis dahin. Tschüss. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.